kannst du es nicht machen für den Film. Aber egal. Hallo miteinander, hier ist euer Daniel mit dem ersten Vlog von diesem Kanal. Bevor ich überhaupt starte mit dem eigentlichen Video und was ich eigentlich mit dem anderen so ausrichte, präsentiere mich schnell. Ich heiße Daniel, komme aus Bern ursprünglich, bei uns das sind sogar dank der Eltern. Bin nachher wieder umgezügelt in die Ostschweiz. Ich habe eine gewisse Leidenschaft für Fotografie und Video. Ich habe alles selbst gelernt, habe nie einen Kurs gemacht, nicht. Ja, früher, wenn ihr unten bei den Videos von diesem Kanal schaut, ich habe früher noch vor 4-5 Jahren habe ich noch eine so kleine Sketch gemacht auf Italienisch, da ich einen Tessin gewohnt habe. Das heisst, ich bin Multikulti, ich habe Deutsch, Englisch, Italienisch fließend. Das Englische ist schon nicht so ganz, ist ein stockend. Jetzt hast du mich aus dem Flow rausgebracht. Schatz? Okay, sie kriegt mich gar nicht. Was ich bewirken mit diesen Videos, ist erstens mal, ich liebe es zu filmen und zu fotografieren. Die letzten 5 Jahre habe ich mich eher mehr mit Fotografie interessiert, also mehr mit Fotowelt. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich mich motiviert habe, dazu wieder etwas zu machen und eine Art gefunden habe, wieder die Art von Kunst auszuüben. Ich habe gedacht, mit dieser Kamera würde es funktionieren. Jetzt, ich benutze momentan Samsung S10 zum Filmen. Fotografieren ist die Kamera hier oben, Nikon D5000. Und was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, ich wollte können Leuten mitteilen, dass man auch mit wenig Ausrüstung, die nicht so viel kostet, gewisse Sachen könnt anbekommen. Zum Beispiel das Video von Konstanz, das ich jetzt abspielen lasse. Nicht grossartig gefilmt, alles mit dem Samsung gemacht. Ich habe eigentlich gar nicht vor, so ein Video zu machen. Ich habe gedacht, komm, machen wir wieder mal etwas. Ich habe das Gerät benutzt für zum Filmen. Das ist ein elektronischer Stabilisator von der DJI. Da steckt man das Telefon drin mit so zwei Klappen. Da tut man es ausbalancieren und ich würde sagen, nicht schlecht rausgekommen, obwohl ich eigentlich nicht gross Kontext in das Video reingebracht habe. Ist einfach irgendetwas filmen, gute Musik auswählen, Sounddesign drüber tun und richtige Color Correction. Und dann war es gemacht. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Fruchtfleisch von dieser Episode. Die Idee war eigentlich nicht, dass ich jetzt das Jahr als erste Episode machen würde, sondern ein Video gestern. Dank dem Vater von meiner Freundin. Danke vielmals noch einmal für die Gutscheine, die du uns geschenkt hast. Ich habe mich mega gefreut, ich habe schon die ganze Woche so gedacht, das wäre jetzt eine echte, mega gute erster Start für eine Episode zu machen, also fürs Vlogging. Schatz, wie heisst die Alp schon wieder muss im Dorf? Hä? Wie heisst die Alp noch muss im Dorf? Klemmenau, danke. Dann sind wir nachher von Luzern aufs Boot, Richtung Klemmenalp. Zu einer Haltestation, die ich jetzt gar nicht mehr weiss, wie sie heisst. Nachher rauf mit dem Berni auf Klemmenalp. Mega schön, wer eine leichte Wanderung machen will und etwas findet, wenn man möchte Mittagessen, dann rate ich euch, dort rauf zu gehen. Man bekommt auch geniale Aufnahmen. Jetzt zu den Aufnahmen. Ich benutze eine spezielle App, die Filmic Pro heisst. Die App benutze ich an sich, um die richtige Einstellung für die Kamera zu bekommen. Das wird sicher eine Episode sein für die Zukunft, da ich eigentlich auch Tutorials machen will, was die Kameras anbetrifft und Technik und Bearbeitung von Photoshop und Schnittprogramm. Ich benutze die App, damit man die bestmögliche Art von Bild bekommen kann, ohne dass man irgendwelche Verzerrungen oder schlechte Bildqualität bekommen. Wenn ich jetzt die normale App, Kamera-App, würde benutzen, für jedes Mal zum Filmen, hat so eine Art Rausch in den dunklen Ecken der Bilder. Und da wollte ich nicht anbekommen. Dann würde ich da mehr benutzen für zum Vloggen. So wie in den Bildern, die ihr jetzt seht. Aber ich schaue dafür, dass die Vlogs nicht nur Vlogging sind und nicht nur das mit der Kamera umschwenken oder so. Eine coole Art von Aufnahmen mit ein bisschen Slow Motion, mit coolen Kamerabewegungen, wie eben in Konstanz, das Video von Konstanz, das ich gemacht habe. Und dann komme ich heim, nehme die SD-Karte raus von der Kamera. Alle Aufnahmen, die ich gemacht habe mit der normalen Kamera-App, sind drin gewesen. Und dann hat es mir den Nuki rausgehauen. Einfach
alle Aufnahmen, die ich mit der App gemacht habe, sind schwarz gewesen. Ich gehe einfach mal so da durch, schaue, ob wirklich alle Aufnahmen drin sind. Ich doppel halt die andere SD-Karte nachher schon wieder drin im Telefon, also die Micro-SD-Karte. Habe alles gelöscht, ist nicht mehr zur Verfügung gewesen. Erst nachher auf den Computer und schaue so an, also, wieso höre ich nur Ton, aber nur schwarz. Deswegen habe ich jetzt diesen Vlog nicht machen, weil einfach das Material von mir gefehlt hat. Und ich habe einfach gedacht, ich mache es jetzt so. Der erste Tipp, das wäre eigentlich so eine Introduktion für den ersten Tipp, machen wir das. Der erste Tipp, den ich euch geben kann, was Filmmaking anbetrifft, kontrolliert immer zuerst alles, bevor ihr irgendetwas löscht. Leider ist das Video von gestern nicht gegangen. Ich hätte echt gerne gemeldet, aber ich habe mich so gefreut gestern. Ich habe so gefreut gehabt, diese Bilder, das Video können zu bearbeiten. Aber nein. Aber das ist eben der Moment, wo die Technik der Menschheit den Geist aufgibt. Und du einfach eine Art Nervenzusammenbruch hast, wo du dich schon die ganze Zeit darauf gefreut hast, etwas aufzunehmen. Aber nachher ist alles passiert. Es gibt auch die Möglichkeit, auf YouTube auch noch Untertitel zu benutzen oder anzuzeigen auf dem Video. Jetzt ist bei mir, ich würde, dass der Kanal eine Art multikulturelle Ansicht hat. Wie soll ich sagen? Dass man die, die Italienisch, Deutsch oder Englisch können, nachher auf Englisch die Untertitel anschauen, für die, die nur Italienisch können, auf Italienisch die Untertitel schauen können. Und für die, die nur Deutsch können, Deutsch Untertitel. Wieso? Weil ich womöglich dann mal irgendwann auch ein Video machen würde, wo ich im Tessin unten bin. Und nur mit Italienisch reden und wenn es sich mal Möglichkeiten gibt, Englisch, man weiß nie. Und für mich gibt es nachher eine Möglichkeit. Kann man nachher böse gesagt meinen Horizont erweitern. Und ich habe das bis jetzt noch nicht bei niemandem gesehen, der das gemacht hat. Da würde ich jetzt mal sagen, wir sind ja nicht ich. Ich kann ja mit dem anfangen. Meine Vlogs schaue ich auch dafür, dass meine Videos auf eine Art geschichtlich auch interessant zum Anschauen sind. Ich kann nicht einfach typisch nur nach 15. Einfach die Videokamera vor dem Gesicht halten und reden. Wie jetzt gerade eigentlich. Aber ich schaue immer gleich dafür, dass es auf eine Art interessant ist. Ich mag nicht jeden Tag vloggen. Das ist nicht für mich. Ich habe nicht so ein interessantes Leben und ich habe keine Zeit für das. Ist immer so schade, wenn er leer ist. Ich habe vergessen, was ich wollte sagen. Weiß man nicht, checkt, meine Freundin steht am Liegen. Aber hallo. Ich würde gerne, dass ihr unten im Kommentar mal zwischendurch mal reinschreibt, was euch gefällt, was nicht, was ich verbessern könnte, was ihr gerne möchtet sehen, von Tutorials bis zu eben Photoshop, Bearbeitung, Filmtechnik. Ich habe jetzt zum Beispiel auch meine eigene Softbox gemacht. Anstatt 1000 Franken auszugeben, macht mir einen Gefallen und abonniert den Kanal. Kommentiert unten, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Kritik abgeben, ist egal was, sagt irgendetwas. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!